Wir schauen uns heute Space Hulk an. Das ist sozusagen die Versoftung des Brettspiels, das ihr vielleicht kennt. Und der Sascha hier neben mir, der hat das getestet. Das ist ja auch schon erhältlich auf Steam, ne? Ja, es ist letzten Donnerstagabend rausgekommen. Ja. Relativ plötzlich, weil die Ankündigung war ja letztes Jahr. Wir hatten uns alle gefreut und dann hieß es auf einmal, ja, kommt übrigens in 5 Tagen bei Steam raus und da waren wir dann schon ein bisschen skeptisch. Genau, also ich gehöre zu den Leuten, die Space Hulk nicht kennen. Was ich hier sehe, das sieht extrem taktisch aus und es sieht ja tatsächlich nach Brettspiel aus. Ja, es ist wirklich eine 1:1 Umsetzung des Brettspiels, wie schon gesagt. Es hat nicht mehr so viel zu tun mit den alten Space Hulk Spielen, die ja in den 90ern für den PC rauskamen. Da war das Ganze ja so ein bisschen fluffiger aufgemacht. Also man hatte eine Story, Hintergrundgeschichte, richtig. Man hatte Charaktere, die ja irgendwo eine Bedeutung in der Story halt hatten. Und man hatte halt auch so ein paar moderne Elemente drin, also so ein paar Echtzeit-Einsprengsel. Jetzt ist es wirklich nur noch 1:1 Umsetzung des Brettspiels. Heißt, es gibt auch keine Story. Ja, also die Missionen sind eigentlich völlig zusammenhanglos. Genau. Man hat 12 Missionen. Man kann sie in 3 Schwierigkeitsgraden spielen. Und zusammenhängt ist daran gar nichts. Also selbst wenn einer von den Space Marines, die man hier sieht, stirbt in einer Mission, ist er in der nächsten wieder dabei. Weil sie eben nichts miteinander zu tun haben. Also das Spielprinzip so im Grunde, ich habe eine Anzahl von Einheiten, die kann ich halt platzieren. Wahrscheinlich verschiedene Punkte, die ich ausgeben kann sozusagen. Nein, es gibt feste Spawnpunkte auf jeder Map, wo man sie halt platzieren kann. Meistens sind es auch genau 5 für die 5, die man hat, oder 10 für die 10, die man hat. Ja, wirklich, wirklich viele Auswahlmöglichkeiten waren da nicht. In manchen Missionen sind sie ein bisschen verteilt, aber im Grunde platziert man sie da, wo das Spiel sie hinhaben will. Ja. Und Spielziel ist einfach, sämtliche Gegner zu vernichten oder einen bestimmten Punkt zu erreichen? Jein, es gibt, wie schon beim Tabletop-Spiel, sage ich schon, wie schon beim Brettspiel, unterschiedliche Missionsvorgaben, was ist auch ganz nett gemacht ist. Also mal muss man einen anderen Space Marine retten, der irgendwo in dieser Basis gefangen ist. Mal muss man ein Artefakt bergen, mal muss man sich auch einfach nur gegen Wellen von Gegnern verteidigen. Also es ist schon ganz nett gemacht, es ist abwechslungsreich. Was man leider eben vom Spiel an sich nicht behaupten kann. Ja, wir sehen ja auch schon, so wahnsinnig viel hat sich jetzt, zumindest wenn man so zuguckt, nicht getan. Nee. Die Jungs sind einfach ein paar Felder vorgerannt und ballern sich jetzt gerade durch diese ganzen Minions. Genau, man hat 4 Aktionspunkte für jeden Marine. Man hat, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad man gewählt hat, noch zusätzliche Kommandopunkte. Das sind bis zu 6, das wird pro Runde ausgewürfelt. Und mit diesen 4 Aktionspunkten plus diesen 6 Kommandopunkten kann man halt seine Marines bewegen, Ziele angreifen lassen, Türen öffnen. Ja. Das kostet alles Aktionspunkte. Es kostet sogar Aktionspunkte, den Marine zu drehen, denn die Sichtlinie ist ein ganz wichtiges taktisches Element. Wenn man das als Brettspiel spielt, dann ist es ja meistens so, dass es einen Game Master gibt sozusagen, der dann die Bösen, die Minions spielt. Ist das hier genauso oder spielt man hier nur gegen die KI? Jein, also es gibt nicht wirklich so einen Game Master wie in einem klassischen Pen and Paper Spiel. Es ist eher so, dass ein Spieler eben die Marines spielt und der andere spielt diese Gene Stealers, heißen sie. Und in der Solo-Kampagne spielt man halt nur die Space Marines. Es gibt aber auch noch einen Hotseat-Modus, wo halt der andere Spieler Jeans-Spieler übernimmt. Ah ja. Da auch gleich ein großer Kritikpunkt. Im Brettspiel ist es eben so, man sieht durch die Wände nur sogenannte Blips. Das ist das rot leuchtende da. Man weiß nicht genau, wie viele Gegner da kommen. Es können einer sein, es können 3 sein, es kann aber auch ein Broodlord sein. Das ist ein besonders dicker Jeans-Spieler. Und das sieht man halt erst, wenn die in der Sichtlinie von einem deiner Marines laufen. Und beim Hotseat-Modus, logischerweise, der andere Spieler muss ja sehen, wie viele Einheiten er kontrolliert. Sieht man halt auch aus Space Marine, was da auf einen zukommt, was halt schon einen das großen Ganze Teil ein der Spannung macht. Ja, genau. Sind auch einen großen Teil der Spannung raus, was halt echt schade ist. Ja. Ja, die Kollegen haben verschiedene Waffen am Start, das sehen wir hier. Der kann Flammenwerfer spielen, der andere ballert einfach rum. Liegen da noch Items verstreut herum, die man dann einsetzen kann? Nee, gar nicht. Also wie gesagt, es ist wirklich nur rein aufs Taktische beschränkt. Man hat kein Squad-Management zwischen den Missionen, man hat kein Upgrade-System für die Einheiten. Die leveln nicht auf, man kann sie nicht ausrüsten mit irgendwas. Es ist einfach, man kriegt pro Mission vorgegeben, welche Marines man hat. Das sind alles hier, sind ja alles Terminatoren, muss man dazu sagen, also ein bisschen dicker gepanzert. Und die haben halt fest vorgegebene Waffen dabei. Also man hat dann in der Mission hat man halt einen mit einem Energieschwert und einem Bolter, einen mit einem Flammenwerfer und 2, 3 weitere mit einem Bolter. Und das war's.
Das klingt jetzt alles, auch wenn ich hier so zusehe, so ein bisschen verschlossen. Also wenn ich jetzt jemand bin, der mit Space Hulk überhaupt nichts anfangen kann und vielleicht jetzt auch nicht der Mega-Brettspiel-Fan bin, werde ich wahrscheinlich schon meine Schwierigkeiten haben, da Zugang zu finden, oder? Es gibt ein 3 Missionen langes Tutorial zusätzlich zu diesen 12 Missionen und da lernt man schon grob, worauf es ankommt. Also man kann damit schon Spaß haben, wenn man mit den alten Space Hulk Spielen oder in den Brettspielen nicht viel anfangen kann oder nie damit in Kontakt kam. Aber es ist halt sehr, sehr trocken alles inszeniert. Du siehst es ja, also es ist langsam, es ist sehr, sehr wirklich nur auf diese Taktik beschränkt und dementsprechend, es bietet halt nicht so viel Mehrwert für Leute, die mit dem Brettspiel nichts anfangen können. Ja, da helfen auch die Animationen nicht, die immer wieder eingeblendet werden, denn die wiederholen sich natürlich. Die wiederholen sich und die sind teilweise auch echt nervig, denn beim Brettspiel ziehst du ja deine Figuren relativ schnell. Ja. Bei dem Ding halt, wenn du da einen Space Marine 5 Felder nach vorne schickst, musst du erstmal 20 Sekunden zugucken, bis der Space Marine da angekommen ist. Also was halt auch nochmal, es zieht sich, es nimmt dem einfach die ganze Dynamik. Ja, das sieht man hier, glaube ich, auch ganz schön. Denn gefühlt sind wir irgendwie nicht wirklich weitergekommen hier. Sind immer noch im Startraum. Ja, man muss dazu auch sagen, das hat der Prakti aufgenommen, der kann es halt nicht, ne? Ja, es ist aber sicherlich, also für Leute, die sowas normalerweise nicht kennen. Ja, es ist wirklich, es ist sehr taktisch, das ist auch, das macht das Spiel gut. Es hat taktischen Tiefgang, es ist wirklich knackig, auch schon auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Also man muss schon wirklich, wirklich aufpassen, dass man seine Marines nicht verliert. Und man muss halt wirklich darauf achten, dass man da einen Flanken deckt, dass man nicht zu weit vorprescht mit einzelnen Marines. Aber das ist eben halt wirklich alles, was das Spiel ausmacht, leider. Was man hier jetzt vielleicht auch sieht, was mich persönlich gestört hat, was allerdings zumindest nah an einer Brettspielvorlage ist, was aber gerade in einem Videospiel irgendwie seltsam wirkt. Es werden zwar Würfel simuliert, sieht man rechts in einem kleinen Fenster, aber wirklich Auswirkungen, dass wirklich was ausgewürfelt wird, sieht man nicht, weil entweder man trifft den Gegner oder man trifft ihn nicht. Ja. Und es ist dann sofort ein Instant-Kill oder nicht. Also nicht besonders transparent. Nee, es gibt keine Hitpoints, es gibt keine Attack-Werte, es gibt einfach, du triffst ihn und er ist tot oder du triffst ihn nicht und er ist nicht tot. Na, du siehst schon, das ist alles relativ unspektakulär. Es ist relativ unspektakulär, ja. Da weiß man halt einfach gar nicht mehr, was man noch so groß sagen soll. Ja. Außer, ja, so sieht halt tatsächlich eine, ja, fast 1:1 Umsetzung eines Brettspiels aus als Spiel. Und richtig. Ich muss sagen, das könnte man ein bisschen moderner machen. Ja. Also alles in allem ist es relativ akkurat umgesetzt, zumindest was das taktische Gameplay angeht von der Brettspielvorlage. Aber es macht halt abseits davon nichts. Trans Monstrosity. Breathe and die as brothers.